Moin moin. Ich habe einfach mal meinen übelst tollen neuen Startscreen hier in das YouTube-Video mit eingebaut. Ja. Weil der so schön ist, dachte ich mir, zeige ich euch den mal auf YouTube auch. Wechsle aber jetzt mal auf das hier. So, jetzt haben wir noch die Sachen vom gerade zu Ende gegangenen Stream mit drin. Die können wir mal ausblenden. So. Teil 2, Leute. Ich habe gesagt, ich lasse da nicht so lange auf mich warten und... Es ist ein bisschen Fortschritt passiert, ich kann euch wieder ein bisschen mehr erzählen. Und mir sind auch noch zumindest eine Sache, ist mir noch eingefallen vom letzten Video, die ich euch da noch nicht gezeigt habe oder zumindest erzählt habe. Ja, wir fangen einfach mal an. So, lass mal das Spiel wieder maximieren. Okay. Was ist noch neu mit dem neuen Update, Leute? Quests oder Tasks, wie es hier heißt. Hat sich ein bisschen was geändert. Wahrscheinlich die größte Änderung für die meisten Leute. Wir gehen aber kurz direkt zum Trader Skier. So, ihr kennt alle die erste Skier-Quest. Show completed. Das ist der Supplier. War erst immer Ford Armor und Kiverhelm. Und ihr seht jetzt, dass es auf 3M-Weste und Tots Shotgun geändert wurde. Also für alle, die das noch nicht gesehen haben, ihr müsst jetzt nicht mehr die Ford Armor opfern, wenn ihr die Edge of Darkness Edition habt oder erstmal überhaupt eine finden, sondern dreimal die 3M Armor, das sind diese weißen, wo diese Bankwerbung drauf ist. Findet ihr eigentlich sehr gut bei Scavs. Auf allen Karten, Factory, wie auch gerade Customs. Und also ich habe sie sehr gut und sehr schnell gefunden. Ja. So, die Tots sind auch 5 Stück, findet ihr auch bei Skeps, könnt ihr aber auch direkt von Anfang an kaufen. Entscheidet selber, ja. Ihr habt 3 Tage Zeit für das Quest. Ansonsten gibt es 0,1 Penalty, wenn ihr das Quest failen solltet und die Penalty mitnehmt, ihr bekommt den Händler trotzdem auf 4. Es gibt genug Quests, um das hochzupushen. So, das ist eine Sache. Was ist noch neu? Noch neu ist, ich schaue gerade mal, ob das hier auch so ist. Zum Beispiel hier, genau. Wir mussten 12 PMCs killen, haben dafür einen Trizip und so weiter erhalten und es ist eine Waffe freigeschalten worden. Was heißt das jetzt? Freischaltung. Ja, ich zeige euch das gleiche auch nochmal bei Brapor. Da muss ich auch wieder gucken, wo das war. Zum Beispiel hier, das ist die aktuelle Quest, die ich jetzt noch offen habe. Die hatte ich eigentlich schon geschafft, habe es vergessen abzugeben. Hier seht ihr das PSO und hier ist auch ein Schloss davor. Hm. Okay, wenn ich jetzt kaufen möchte, wussten wir bisher immer, dass wir bei Brapor das PSO zu kaufen kriegen, aber wir sehen das PSO nicht, genau. Neue Mechanik ist, dass ihr über Quests auch Items freischaltet. Das heißt, Items, die bisher nur schon rein über das Level kamen, kommen jetzt auch über die Quest. Das heißt, ihr müsst das Level beim Händler haben, plus ihr müsst die Quest auch abgeschlossen haben. Das heißt, zum Beispiel die PS-Ammo für die AK-74, ja, auch das ist eine Quest-Freischaltung bei Brapor. Wird euch immer bei Task hier angezeigt. Hier zum Beispiel, genau. Delivery from the Past, eine sehr beliebte Quest, wie ich immer im Chat mitbekomme, schaltet euch die PS-Ammo frei. Neue Mechanik, ja, das gab es so vorher noch nicht. Ihr seid informiert, ihr wisst, was zu tun ist. Und wenn Fragen sind, dann einfach unter das Video in die Kommentare oder ansonsten, ihr wisst ja, ich bin ja eher der Twitch-Livestreamer, ansonsten packt es einfach da rein. So, was ist noch neu? Was habe ich jetzt noch entdeckt? Neues Item ist das Medic Case, so Medic Case. Ja, könnt ihr Medical Item Storage, da habe ich schon gekauft. Gibt es ab Level 3 zu kaufen, kostet eine knappe halbe Million oder 460.000 Rubel. Ist 3x3 groß und ist innen 8x8. Passt alles rein, was Medic Stuff ist, das heißt Painkiller, alles was ihr halt kaufen könnt. Ja, alles was ihr bei ihr kaufen könnt. Und ich glaube auch Lebensmittel, das hatte ich jetzt noch nicht probiert. Hauptsächlich Medic Kram, könnt ihr da storagen. Das heißt, wenn ihr vielleicht selber streamt zum Beispiel, packt euch den Medikiss vielleicht, wenn er dran denkt, vom Stream voll. Und dann braucht er nicht während des Streams immer wieder bei Terrapus einkaufen. Ich vergesse es aber selber auch. So, das ist ein neues Item. Hier übrigens auch das IFAG wird auch über den Quest freigeschalten. Das, was es dann zu kaufen gibt, das kommt ein bisschen später. Auch das kann man darüber freischalten. So, dann habe ich den Rackman auf 2 gebracht. Ja, der Rackman auf Level 2 ist wichtig. Weil er bringt euch das Headset, was ich bei einem anderen Händler bis dato nicht entdeckt habe. Ich habe Skier jetzt noch nicht auf 3, aber hier ist es für knappe
11.000 Rubel zu kaufen. Und es gibt den Helm, der ist ein bisschen billiger geworden, gibt es auch hier zu kaufen. Den habe ich bei, bei Rapor Level 3 auch nicht mehr gesehen. Ist allerdings auch in der Armor Klasse 1 runtergesetzt worden. Ist jetzt Level 3, nicht mehr auf dem Niveau, wie der Fast MT, der Level 4 war. Und ihr kriegt hier zum Beispiel auch so ein ganz tolle Balaklava. Ja, falls ihr friert im Raid, könnt ihr die aufsetzen. Verdeckt natürlich auch gerade beim Usek ganz gut den großen Kopf, bzw. das helle Gesicht. Ja, ihr seht alles andere, seht ihr, ne? Packer gibt es zu kaufen, das gibt es zu kaufen. So, was haben wir noch? Ich glaube, Peacekeeper hatte ich euch schon im vorherigen Video gezeigt. Peacekeeper auf Level 3 bringt euch dann hier die UN-Weste. Ja, die ist besser als die Packer, kostet aber $475. Die M1A, die passende Munition dafür. Das gute Handguard für die AK-Waffen. Das Hammer, also das RCO, was ich immer spiele und so weiter und so weiter. Das ist auch noch eine Neuerung. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Lass mich kurz überlegen. Brapo können wir nochmal gucken. Da gibt es einige neue AK-Varianten. Also ich habe jetzt schon ein bisschen rumgetestet mit den neuen Waffen. Also definitive Empfehlung meinerseits ist diese Waffe. Das ist die AK-74M wie Marta, nicht mehr N wie Nordpol. Die hat einfach von Grund auf schon ein bisschen weniger Recoil als die normale 74N. Ihr könnt hier auch den Stock dran bauen, den es früher nur an die AKS gab. Da fehlte das Adapterstück zuletzt noch, das hatte Battlestate wohl vergessen einzufügen. Habe ich jetzt ein paar Raids lang gespielt, ist eine sehr gute Waffe, auch mit Zoomscope noch sehr stabil im, sehr guter Recoil, also sehr stabil im Dauerfeuer, trotz Zoom. Kriegt auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits, 5x5er Kaliber. Ich habe es jetzt mit PS-Ammo gespielt. Ich werde dazu, das habe ich ja im vorigen Video auch schon noch angekündigt, auch nochmal separate Fitting Guides machen. Ja. Jetzt nicht alle, jede Waffe einzeln. Wir machen dann nochmal eine neue AK oder generell Kalaschnikow-Familien-Video, weil für jede Waffe jetzt einzeln ist sinnlos, weil sich die Teile komplett gleichen. Das ist immer wieder das Gleiche, macht keinen Sinn. Von dem, was ihr vielleicht irgendwo im Hinterkopf habt, wie fitte ich eine AK-74, guckt euch gerne das Video an, was ich auch im Kanal habe. Ist es im Prinzip immer noch genauso. Unterschied ist hier halt nur, dass der Buttstock anders zu finden geht mittlerweile. Na? Wisst ihr Bescheid? Gute Waffe. Ansonsten haben wir hier noch die Stufe 3, habe ich jetzt auch schon. Da gibt es die AK-103, das ist quasi der AKM-Nachfolger. Habe ich jetzt auch schon gespielt. Auch eine Empfehlung. Also sieht quasi genauso aus wie die AK-74M, die wir gerade hatten. Nur, dass es halt 7,62er Kaliber ist. Ist auch ein bisschen stabiler als die normale AKM. Ja, also definitiv auch eine Empfehlung meinerseits. AK-105 habe ich jetzt noch nicht so gespielt, ist halt mit kurzem Lauf. Verreist natürlich ein bisschen mehr. Kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Also, merkt euch schon mal, AK-103, quasi die neue, bessere AKM. Und 74M, die bessere 74er. Ja, für 5x5. Das sind auf jeden Fall schon mal zwei gute Waffen, die ihr spielen könnt. So, was haben wir noch? Rackman habe ich euch gezeigt. Bei Skier gibt es jetzt nicht wirklich was Neues in irgendeiner Form. Hier ist jetzt der angesprochene Buttstock, ja, den PT3, den gab es bisher nur für die AKS. Da gibt es jetzt zwei Adapterstücke. Das Ding ist, damit könnt ihr das dann an die 74M zum Beispiel dran bauen. Ich habe auch gerade sonst keine neuen Items zu zeigen. Ich hatte heute im Raid, wenn ihr euch den heutigen WOT mal anschauen wollt auf Twitch vom 24. April, da seht ihr, dass ich mal eine Runde lang, ich habe sie dann leider verloren, ich hatte sie bei einem Scav gefunden, eine neue Chest Rig mit 8 Magazinslots, also 8 Zweier-Slots und noch 4 Einzelslots mit 20 Slots insgesamt, riesengroß, allerdings ohne Panzerung bis dato und auch jetzt nicht irgendwie erweiterbar. Also hat jetzt keine zusätzlichen Slots. Sah ziemlich cool aus, das Ding. MT3 hieß sie jetzt, glaube ich. Also auch das ist ein Item, was es sicherlich irgendwann zu kaufen gibt. Und was ganz nett war. Ansonsten ein großes Problem derzeit. Viele haben es vielleicht schon festgespielt, die nach dem Vibe gespielt haben. Die Gesichtshitbox, also passt bitte auf, wenn ihr mit Vollgear oder wenn ihr mit Gear spielt, wenn ihr Helm auf habt. Auch Jockel werden euch wieder gefährlich. Ich bin selber jetzt gerade in der letzten Runde des Streams durch einen Axtjockel gestorben. Mir ist es jetzt zweimal bis dato passiert.
Trotzdem die eigentlich ihren Axtschwung von oben machen, also der hatte von oben geschlagen, wo sie eigentlich ja gegen den Helm schlagen müssten, logischerweise, ja. Zuerst, ja. Bin ich von einem One-Hit gestorben. Battlestate hat da selber schon so ein kleines Trollbild hochgeladen. Ich weiß nicht, ob sie da noch ein bisschen dran arbeiten, ob sie die Hitbox noch ein bisschen verkleinern oder verbessern. Also derzeit stirbt man sehr oft durch One-Clicks und kann nichts dagegen machen, trotz Helm. Ja. Helm und Weste ganz, aber man ist trotzdem tot. Ist eine Geschichte, muss man einfach schauen. So, Leute, ihr seid informiert. Das ist soweit mein aktueller Stand, den ich jetzt mitbekommen habe. Also nochmal zusammenfassend. Zwei neue Kalaschnikows, die richtig gut sind, weil moderner und ein bisschen weniger Recoil. Quests schalten euch Items bei Händlern frei, die wichtig sind. Und neues Medicase, neue Cheswick, die ich euch jetzt leider nicht zeigen kann. Nochmal auch die Empfehlung, die M1A, gute Waffe, macht Spaß, die zu spielen. Und dann nochmal auch der wichtige Hinweis, Rackman Leveln lohnt sich auf Level 2. Wenn ihr jetzt denkt, ah, was verkaufe ich jetzt, was verkaufe ich jetzt bei dem? Seid euch nicht so sicher. Ich habe ihn einfach dadurch gepusht, dass ich bei ihm den Helm gekauft habe. Ungefähr 40 Mal und ihn dann wieder verkauft habe. Hat mir am Ende 200.000 Rubel hat mich das ungefähr gekostet, was ich dann minus gemacht habe. Ist vertretbar bei dem Geld, was man derzeit findet. Ihr seht, ich bin jetzt auch schon wieder bei einer Dreiviertelmillion. Ich gebe genug Geld aus. Also der Geldfluss ist eigentlich ganz gut im Game. Ja, soweit. Gut, dann war das erstmal Teil 2. Wenn ich neue wichtige Sachen habe und irgendwelche neuen Geschichten, die wir unbedingt zeigen müssen und ihr unbedingt wissen solltet, lass es irgendwelche wichtigen Schlüssel sein oder sonstiges. Kommt dann Teil 3. Ich denke mal, das wird dann sein, wenn ich die Händler noch wieder ein bisschen weiter habe und euch da noch wieder ein bisschen über was berichten kann. Waffenguides, nochmal der Hinweis, gibt es dann, wenn ich das Fitting-Material alles freigeschalten habe. So, dass ich es euch optimal zeigen kann und auch abgestuft je nach Händler freischalte. Ne? Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Videowünsche, ja, wenn ihr jetzt sagt, boah, Meiser, du zockst so viel Tag auf, kannst du mir mal nicht dafür ein Video machen oder irgendwas, was ihr unbedingt haben wollt, sagt Bescheid. Ja, haut es in die Kommentare, schreibt es im Discord, im Steam, wenn ihr mich im Steam habt oder im Stream. Ja, Leute, haut rein, ich wünsche euch eine gute Nacht. Es ist 11:30 am Dienstag und guckt gut zu liegen. Oder steht gleich gerade auf. Je nachdem. Wir sehen uns im nächsten Video und auch im nächsten Stream. Haut rein. Gute Nacht.